Alright, 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 willkommen zu es ist wieder soweit, willkommen zu Freddy, Five Nights at Freddy's, wir sind in Nacht 3. Okay, Chicken McNugget ist wieder unterwegs, er steht schon kurz vor der Ecke. Teddy Bunny, Bunny Teddy, oder wie auch immer, und der Fuchs ist auch hier. Fuchs scheint wohl ein Random Spawn zu sein, ich weiß nicht wie, also einmal war er da in der letzten Nacht, einmal nicht. Und auf jeden Fall ist er auch eine Gefahr, die man im Auge behalten muss. Ich konnte leider keine Kamera letztes Mal verwenden, um zu gucken, was er für einen Bewegungspfad hat. Aber auf jeden Fall, der Teddy kommt immer von links. Chicken McNugget von rechts. Den dritten habe ich noch nicht in Aktion gesehen. Passiert vielleicht in dieser Nacht. Aber die letzte Nacht, die war so knapp. Ich hatte 0% Strom und dann hat es noch gereicht. Ja, was für ein Kackladen, ey. Es ist echt ein Kackladen. Besorgt euch ein besseres Stromnetz. Das ist doch peinlich. So, Chicken McNugget steht um die Ecke. Chicken McNugget ist bisher irgendwie straightforward. Er geht relativ langsam. Aber irgendwie einspurig, glaube ich. Das ist so jetzt die Vermutung von mir nach 2 Folgen. So, ja. Jetzt ist die Kamera ausgefallen. Und hier ist er nicht. Er ist wieder zurückgegangen zum Restroom. Mal eben kurz schiffen, wa? Ja, mal gucken, was... Der macht mir Angst. Der macht mir Angst. Der sieht gruselig aus. Chicken McNugget sieht ein bisschen nicht so... Und der Teddy ist schon gar nicht. Ich weiß es nicht. Der Teddy ist eigentlich der, oder? Nee, das ist ein Hase. Das ist ein Hase. Ich nenne ihn immer Bunny... Teddy. Egal. So, er macht schon wieder das Geschirr kaputt. Chicken McNugget kann sich einfach nicht benehmen. Fox ist... stationär. Ist bisher eigentlich nur Chicken McNugget unterwegs. Ich hab's jetzt schon 2 AM. Ich find's trotzdem, das Spiel ist passiert. Ja, er schmeißt schon wieder die ganzen Töpfe um. Und wer ist denn schuld? Natürlich der Wachmann, der mal wieder seinen Dienst damit getrieben hat, die Kamera zu durchleuchten. Ja, und nach versteckten Videos zu suchen, die der Hausmeister hinterlassen hat. Aber das Gameplay ist in meinem... Kameras. Ich habe komische Geräusche gehört. Oh fuck. Oh fuck. Alle drei sind on Tour. Da ist Chicken McNugget, da war Honey Bunny. Wo ist Teddy Bunny? Oder Doggy, wie auch immer. Der dritte macht mir Angst. Was ich nicht kenne, macht mir Angst. Aber ich muss mit dem Strom echt mehr aufpassen anscheinend. Weil es kann doch ganz schön knapp werden. Sehr, sehr knapp. Sehr, sehr knapp. Okay, da war Chicken McNugget. Ach, nimm mal meine Kameras kaputt. Oh oh, Fox ist unterwegs. Fuck you! Fuck you! Okay, der ist wieder. Fuck you! Oh shit. Da ist Chicken McNugget. Wo ist der dritte? Der Hund, den habe ich bisher noch nicht gesehen. Fieser Hund, du. Da hinten leuchten Augen. Ich glaube, das ist er. Okay, die beide. Die beide stehen hier relativ nebeneinander. Meine Fresse, der Fuchs war gefährlich. Der hat da richtig auf die Tür gehämmert. Okay, die Kamera steht schon wieder ausgefallen. Ich hasse das. Gut, es bringt auch nichts, wenn ich weiß, wo die... Es bringt auch nichts, wo ich nicht weiß, wo die stehen, weil... Es bringt mir nichts. Bis auf den Fuchs, auf den muss ich anscheinend aufpassen. Der ist echt flott unterwegs. Sobald man den sieht, muss man... Da ist Bunny, Honey Bunny. Chicken McNugget ist nicht zu sehen. Da, so viel dazu. Okay, der ist wieder weg. Sehr schön, Strom sparen.
Jungschwan. Mir macht der Hund Angst. Mir macht der Hund Angst. Was? Was war das? It's me stand da? Are you freaking kidding me? Irgendein Glitch. Okay, wir haben es immer noch 4 AM. Komm schon, so langsam. Schon wieder die Kameras kaputt. Hey, Strom. Wir wollen mal auf die Umwelt achten, oder? Das heißt, wir machen die Kamera nur an. Schon wieder kaputt. Ich glaube, das ist der dritte. Der macht einen wahnsinnig. So, da steht er. Chick McNugget steht um die Ecke. Fox ist in seiner Höhle. Bleib auch da. Boah, wir haben es erst 4 AM und ich habe nur noch 20%. Das ist nicht gut. Das ist ganz und gar nicht gut. Das ist ganz und gar nicht gut. Oh, die machen Geräusche. Kackviecher machen Geräusche. Kackviecher machen Geräusche. Kackviecher sollten keine Geräusche machen. Ja, bis jetzt ist die Atmosphäre. Jetzt dreht es auf, das Spiel. Jetzt ist knusprig. Wenn ich wüsste, wie lange 5 AM dauert, dann würde ich beide Türen zumachen und dann einfach abwarten. Ich meine, es dauert ja jetzt nicht mehr lange, bis ich... Okay, Chick McNugget steht um die Ecke, Fox ist... immobil, der Hund ist nicht zu sehen. Ich weiß nicht, was der Hund macht. Ist auf jeden Fall strange. Ist auf jeden Fall strange. Der Fox ist immer noch in seiner Höhle. Hey, habe ich nur das Gefühl, oder ist das Spiel lackbasiert? Okay, Chicken McNugget steht um die Ecke. Honey Bunny steht im... Yeah! Gut, die dritte Nacht war um einiges chilliger. Bis auf den Fuchs war das... Tja, war das harmlos. Das war echt harmlos. Da war die zweite Nacht echt heftiger. Auf jeden Fall, das war's für die dritte Nacht von Freddy's at Night, Five Nights at Freddy's. Schaltet ein in die nächste Folge, wenn ihr die vierte Nacht sehen wollt, die vorletzte. Und gebt mir einen Daumen hoch, wenn es euch die Folge gefallen hat. Abonniert mich, wenn ihr keine weitere Folge verpassen wollt. Und gebt mir Flosse, Flop. In der letzten Folge wart ihr so friedlich. I hate